5 Fehler, die du auf keinen Fall machen darfst, wenn du ein Neurad aufbaust. Herzlich willkommen beim Fahrradgeschäft Fitbikes. Mein Name ist Kim. Aktuell haben wir die Vorweihnachtszeit, zumindest in diesem Augenblick, wo wir das Video aufnehmen. Und dann steht Weihnachten nun mal kurz vor der Tür. Und unterm Christbaum ist es gar nicht so selten, dass da auch das eine oder andere Fahrrad mal zu finden ist. Diese Fahrräder wurden nun mal nicht alle so im Einzelhandel gekauft, sondern oft durch einen Online-Versender eben erworben. Das Problem an diesen Rädern ist, dass man die selber zusammenbauen muss. Und da kommen schon die ein oder anderen Fehler dabei zusammen. Und aus meiner Erfahrung, die 5 häufigsten Fehler, die werde ich dir heute einmal zeigen. Wenn du allerdings noch mehr über das Schrauben lernen möchtest, als was ich dir heute zeige, dann schau gerne einmal unten in die Videobeschreibung rein. Da befindet sich ein Link zu unserem kostenlosen Werkstattkurs. Gerne einfach anmelden mit der E-Mail-Adresse und schon kannst da losgehen. Der erste Fehler, den ich für dich habe, beginnt bereits mit der Anlieferung des Fahrrades. Und zwar muss man unbedingt auf die Verpackung achten. Wie, in was für einem Zustand befindet sich die? So wie hier haben wir mal ein krasses Beispiel. Karton hier überall eingerissen. Hier sehen wir mit einmal Reifenspuren drauf. Das war scheinbar ein Gabelstapler. Dann haben wir hier überall Einschläge. Wenn ein Karton so bei dir bereits ankommt, dann kann man sich auch vorstellen, dass das Innere beschädigt wurde. Wenn man sowas überhaupt annimmt, dann sollte man das unbedingt bei der Annahme schon dokumentieren, beziehungsweise gegenzeichnen lassen von dem Lieferanten, der es eben gebracht hat, dass der so beschädigt bei dir ankam. Denn wenn da jetzt irgendwas drin kaputt sein sollte, dann ist es oftmals eine Streitfrage und somit bist du auf der sicheren Seite und vermeidest sehr viel Ärger dabei. Der nächste Fehler, den ich leider sehr häufig sehe, ist, dass die Leitungen eben nicht richtig gelegt werden. Oftmals ist es so, dass man den Vorbau selber stecken muss und dann wird das hier eben häufig falsch gemacht. Man sollte dabei immer darauf achten, dass die Leitungen wirklich einen sauberen, entspannten Bogen machen und nicht so wie hier, wenn ich jetzt einlenke, dass hier gleich irgendwas abreißt. Das sollte man unbedingt vermeiden. Wenn dabei was kaputt gehen sollte, ist man tatsächlich selber schuld und da ist nicht der Hersteller bzw. der Verkäufer dran schuld. Der dritte Fehler, den ich für dich habe, der ist wirklich sicherheitsrelevant. Diesen Fehler darfst du niemals machen. Und zwar, so wie bei diesem Vorbau, dasselbe gilt auch für Sattelstützen, haben wir so eine schöne Markierung hier drauf. Diese Markierungen, die sind nicht dafür da, dass sie schön aussehen, sondern die darfst du tatsächlich während der Fahrt gar nicht sehen. Dieses Stück müsste hier verdeckt werden, Minimum von dieser Schraube. Dieser Vorbau ist viel zu weit draußen und Gefahr bei ist, dass wir hier eben nicht genug Kräfte übertragen können, gegebenenfalls sogar beim Bremsen könnte das abbrechen. Darf man auf gar keinen Fall machen. So eine Markierungen, die darf man niemals sehen, weder beim Vorbau noch bei der Sattelstütze. Wenn allerdings dein Vorbau oder deine Sattelstütze genau so ausschaut und du kannst nur so mit dem Fahrrad überhaupt angenehm fahren, dann pack das Fahrrad wieder ein, schick es zurück, denn dann ist es einfach die verkehrte Größe für dich. Fehler Nummer 4 habe ich für dich und zwar die Vorbaueinstellung. Damit meine ich jetzt nicht die Ergo-Einstellung, die steht auf einem separaten Blatt Papier, sondern was ich meine ist die technische Einstellung und zwar geht es hier um die Lenkerklemmung. Für gewöhnlich haben wir eine zweigeteilte Schelle hier, so wie hier damit 4 Schrauben festgemacht und was wird hier sehr häufig falsch gemacht und zwar werden die oberen Schrauben komplett auf Anschlag reingedreht. Dabei entsteht unten allerdings ein Riesenspalt hier und das Problem ist dabei einfach, dass die Schrauben nicht mehr vollständig im Gewinde drin sind. Und dadurch können diese Schrauben auch nicht mehr die gesamte Kraft übertragen und haben somit ein Riesenstabilitätsproblem, was auch wirklich gefährlich für den Fahrer werden kann. Also wie macht man das jetzt richtig hier? In diesem Fall würde ich jetzt hingehen, die oberen Schrauben erstmal ein ganzes Stück lösen. So, auch die hier einmal lösen und dann gehe ich unten bei und ziehe sie schon mal ein Stück an. Hab unten und oben einmal den Finger drauf, dann kann ich auch wirklich schön diesen Spalt schon mal spüren, wie groß der ist und kann so
diesen Spalt eben oben und unten einmal gleich einstellen, dass er wirklich identisch ist. Weil erst so haben die Schrauben auch den richtigen Halt und können die richtigen Kräfte dabei übertragen. Ansonsten könnte das schon sehr gefährlich werden. Natürlich sollte man dieses nach Möglichkeit immer noch einmal mit dem Drehmomentschlüssel nochmal nachziehen. Das werde ich auch gleich einmal machen. Natürlich gibt es aber auch Ausnahmen. Vorbauten, wo wirklich oben kein Spalt mehr sein soll, wo dann nur unten Spalt ist. Darauf musst du natürlich achten, die Vorbauten, die so eingestellt gehören, darfst du den Spalt natürlich nicht gleichmäßig einstellen. Woran kannst du es erkennen? Und zwar steht es dann tatsächlich einmal drauf auf dem Vorbau. Hier steht No Gap. Und deswegen haben wir hier oben auch keinerlei Spalt drin. Oben werden sie auf Block geschraubt und die eigentliche Spannung wird dann über die untere Klemme einmal hergeholt. Wie gesagt, hierbei wirklich darauf achten, dass oben dann auch wirklich kein Spalt ist, weil darauf ist der Vorbau tatsächlich einmal ausgelegt und auch die Gewindegänge sind dafür einmal so berechnet. Tipp Nummer 5 von mir wird leider sehr häufig vergessen und zwar sind es diese Kurbelschrauben, die einmal überprüfen. Die meisten Fahrräder haben das, natürlich gibt es da auch noch ein paar Ausnahmen, Shimano Holotech 2 zum Beispiel hat es nicht, aber die meisten Fahrräder haben das eben. Und diese Verschraubung unbedingt immer einmal überprüfen. Da sitzen nicht ohne Grund hochfeste Schrauben drin. Wer sich mit den Begrifflichkeiten auskennt, 12.9, 10.9er Schrauben, sowas in der Richtung sitzt da für gewöhnlich immer drin. Und das hat natürlich eine Begründung. Wir müssen diese Schraube aber mit ausreichend Drehmoment festziehen, je nach Hersteller 40 bis 50 Newtonmeter Drehmoment. Gerne so einen Drehmomentschlüssel hernehmen und damit einmal diese Kurbelschraube nachziehen. Kann eine ganze Menge Ärger vermeiden. Denn was passiert ansonsten? Die Kurbel kann sich lockern und dann ist hier entweder ein Vierkant drin oder ein Vielzahn. Sobald die Kurbel sich gelockert hat, ist diese Verzahnung eben ausgeschlagen und man kann diese Kurbel tatsächlich wegschmeißen und man muss sie austauschen. Und gerade beim E-Bike sitzen da teilweise Kurbeln drauf, die echt nicht günstig sind. Dieses Problem kann man ganz leicht umgehen, einfach nur, indem man diese Kurbelschrauben einmal kontrolliert. Als kleinen Extra-Tipp natürlich auch noch einmal die Pedale. Da kann man auch was falsch machen. Natürlich reden wir auch in verschiedenen Videos sehr viel über die Pedale. Aber auch hier erwähnen wir es einmal. Und zwar, die Pedale sind richtungsgebunden. Wir haben eine rechte Seite und eine linke Seite. Erkennen kann man das meistens in der Nähe der Verschraubung, denn ist da ein R eingestanzt, ein L eingestanzt oder irgendwo steht da links oder rechts drauf. Dabei natürlich darauf achten, dass ein rechtes Pedal immer auf der rechten Seite gehört, ein linkes Pedal auf die linke Seite. Was ist der Unterschied? Und zwar die Gewinderichtung. Rechtes Pedal hat ein Rechtsgewinde und linkes Pedal hat ein Linksgewinde. So als kleine Faustregel bei Pedalen ist immer, nach vorne rum drehen wir das Pedal fest und nach hinten rum drehen wir das Pedal locker. Wenn du das beachtest, dann kann da so weiter auch nichts bei passieren. Außer, dass du Pedale dann natürlich auch mit reichlich Drehmoment gerne festziehen darfst. Was ich hier auch noch einmal erwähnen möchte, manche Leute verwechseln das. Hier vorne sehen wir gerade einen Imbus-Einsatz, der ist nicht zum Festziehen des Pedals da, sondern hier drunter befindet sich einmal das Pedallager, sondern dieses Pedal wird zum Beispiel auf der Rückseite hier einmal festgezogen. Da passt der 8er Imbus-Schlüssel rein, damit kann ich es einmal festschrauben oder auch wieder lösen. Das waren jetzt soweit meine Fehler. Natürlich war dieses hier jetzt kein Tutorial, wie man ein Fahrrad richtig aufbaut. Wie gesagt, wer dazu mehr lernen möchte, Link unten in der Videobeschreibung zu unserem Werkstattkurs, gerne einfach anmelden. Ansonsten ist natürlich, bevor man mit dem Fahrrad losfährt, unbedingt einmal Bremsen prüfen, Schaltung prüfen, ob da jetzt alles soweit funktioniert. Und nicht einfach auf blauen Dunst, ich habe jetzt Pedale drin, ich kann jetzt losfahren und am Ende geht die Bremse gar nicht. Sind dir ansonsten in der Vergangenheit noch andere Fehler aufgefallen, was sehr häufig falsch gemacht wurde? Oder hast du selber mal Fehler gemacht beim Neuaufbau von einem Fahrrad? Dann schreib sie doch gerne einmal unten in die Kommentare. Wenn du zukünftig keine weiteren Videos von uns verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da und über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.